Wunderschönen guten Abend zusammen zum Webinar Daytrading in der Praxis, natürlich mit Alois Matthiessen und Jan-Robert Schutte. Mein Name ist Florian Scharschmidt und ich darf Sie heute Abend um 18 Uhr ganz herzlich begrüßen im Namen von FX Flat. Ich bin gespannt, was die beiden Jungs uns heute mitgebracht haben. Ich hoffe, Sie natürlich auch. Von daher will ich gar nicht lang drumherum reden, denn der Jan-Robert wartet schon sehnsüchtig anzufangen. Hier live aus Dubai wieder. Dann springen wir direkt einmal zum Risikohinweis, denn Sie kennen es alle, das Webinar dient wie immer nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Bitte verstehen Sie das Ganze nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung, denn schlussendlich müssen Sie immer Ihre eigenen Entscheidungen treffen. Ganz egal, was die zwei gleich erzählen, am Ende immer auf sich selbst hören. Ja, ganz wichtig zu sagen. Und von daher, das war's vom Intro. Ich gebe mal den Bildschirm weiter an den Jan-Robert. Ist richtig, ne? Ja. Sehr gut. Dankeschön. Und wenn irgendwas ist, ich bin ja da. Und wenn Fragen reinkommen sollten, grätsche ich einfach rein und stelle die euch dann. Okay? Ja, dankeschön für die Introduction. Und mein Schirm ist sichtbar. Ja, man sieht alles. Dankeschön. Herzlich willkommen. Hier und auch Alois natürlich ist auch dabei und heute möchten wir gerne auch in der Praxis Dinge zeigen und ich möchte mal wissen, wie von euch kennt uns noch nicht? Vielleicht ein paar Hände in der Luft, und dann können wir mal gucken. Also, was wir machen heute, das ist hier der folgende Slide. Wir möchten auch mit Mindsetting, das ist sehr wichtig natürlich, um das gut zu haben und wie man ein profitables Daytrading betreibt. Und das ist natürlich, was ein gutes Ziel ist. Und wir möchten auch Live-Trading machen, also Live-Charts zeigen. Also wenn ihr auch einen Markt hören möchtet oder sehen möchtet, dann ist das gut. Könnt ihr das auch einfügen. Und jeder von euch bis zum Ende bekommen Sie auch einen Link dafür auch. Aber wenn man bis zum Ende bleibt sitzen, dann bekommt man auch Bonus-Sheet. Ja, das ist unsere, ja, hier sind wir eigentlich geboren auf der Optionsbörse, ehemaliges Parkettgeschäft in Amsterdam. Und Alois war früher hier wirksam wie Händler, wie ich auch, Alois. Ja, so sind wir angefangen, ne? Ja, und da haben wir auch Risikomanagement gelernt. Und das ist auch, denke ich, Basis, sehr wichtig, um erfolgreich zu sein. Und vielleicht können Sie das machen, eine Introduction, Alois, bitte. Ja, herzlich willkommen an die Teilnehmer. Ich bin Alois Matthiessen und ich bin in 1986 angefangen auf der Optionsbörse in Amsterdam als Market Maker. Und momentan ist mein Kerngeschäft ist Propriety Trading. Das heißt Trading für eigene Risiko und eigene Rechnung. Und ich bin nicht eine Systemfabrik. Ich entwickle nicht Systeme nur zu verkaufen, aber das war zufälligerweise, dass das System entstanden ist. Und ich bin in de 90er jaren gab es een handelshuis, een tradinghuis met zes trader en die wilden dat uitbouwen. En daar ben ik director geworden en heb ik dat in een jaar uitgebouwd naar 27 handlers, waarvan die helft market maker was en die andere helft day trader. En dat was in de tijd dat day trading een nieuw fenomeen was en dat kwam uit Amerika. Ich fand das sehr interessant und bin damit angefangen. Habe damals auch eine Ausbildung gemacht für Händler. Und so habe ich viel Erfahrung gemacht mit Know-how übertragen. Ja, ich habe jetzt mehr als 40 Jahre praktische Erfahrung in die Derivaten-Trading. Und ich bin natürlich auch durch Trial and Error älter und weiser geworden. Es hat bei mir am Anfang genauso wie bei Ihnen wahrscheinlich war es auch nicht nur Sonnenschein. Aber was immer wichtig ist, das ist, dass man seine Risiken kennt.
Das ist sehr wichtig. Und das ist auch immer bei mir, wenn ich trade, ich will wissen vorher, was meine Risiken sind. Und wenn die Risiken nicht in Ordnung sind und wenn die nicht in einer guten Ratio mit das Profit sind, dann kann man das besser nicht machen. Aber das zeige ich Ihnen später mit den Grafiken. Ja, und da hast du auch noch gesprochen auf World of Trading in Frankfurt, einige Male. Ja, das habe ich auch verschieden in Frankfurt, in der World of Trading, habe ich auch mal Präsentationen gegeben. Und das war auch einmal ein Interview hier. Ich bin schon seit 2 Jahren, 3 Jahren auch regelmäßig in Deutschland tätig. Und da haben wir in der Zeit auch einige Kunden bekommen. Ja. Und also ich bin Jan-Robert Schutte von Crypto Academy in Netherlands, in Holland. Und ich bin auch Händler von früher. Und ich war angefangen in den Jahren 90 und habe auch Alois kennengelernt. Und was ich sehr schön fand, das ist, dass Alois war der einzige Händler, denke ich, die mit Grafiken rundlaufen war, auf einem Zettel. Und es war sehr gut und ich war ja begeistert, weil der Preis, ja, das ist in der Grafik, das ist auch das Einzige, die Wahrheit. Und ich habe auch gelernt, dass viele ja, News, Nachrichten, das ist nicht so wichtig. Also ich habe auch eine gute Schule gehabt auf der Börse und ich habe später auch Option Academy gegründet und ich habe seit 2017, also 5 Jahre her, auch Crypto Academy gegründet, weil Crypto ist ein sehr interessanter Markt und auch FX Flat bietet das an. Und vielleicht können Sie auch noch ein Grafik zeigen von Bitcoin, wenn Sie das interessant finden. Und ich habe über mehr als 25 Jahre praktische Erfahrung. Und ich bin heutzutage auch aktiv wie Crypto-Trader und auch Keynote-Speaker auch in Polen gewesen, in Warschau, für 800 Leute in der Raum. Und hier auf Cyprus, Zypern, Dubai heutzutage auch und Kiew. Und ja, das ist, ich habe einen Award gewonnen, aber in eine hat mein Award mitgenommen, also muss ich das bekommen. Also, der erste Schritt zum erfolgreichen Handeln, das fängt an mit Education. Unterricht ist sehr, sehr wichtig und das ist auch unser Gutachten. Wir haben unsere praktische Schule gehabt und wir haben sehr jahrelange praktische Erfahrung und wir handeln selbst auch mit MTW und TSS-System und wir wissen, wo die Fallstricke beim Handel liegen. Und wir wissen auch, ja, wie man erfolgreich handeln könnte. Und immer haben wir gelernt, auf der Börse auch, man muss einen Schritt ins Vorne sein von anderen Händlern. Und auch sehr wichtig ist die Nutzung des Momentum in einer frühen Phase. Und wir helfen auch Hunderten, vielleicht Tausenden in läuften Jahren, haben wir Traders gecoacht. Und wir finden es sehr gut, sehr schön, um das auch zu machen. Und wir bleiben immer am Ball damit. Und immer sind wir ja, beschäftigt mit Coaching, mit Trading. Und vielleicht hat Alois noch etwas zuzufügen oder ist das im Nutshell gut? Ja, das hast du gut gesagt, Jan-Robert. Und das ist natürlich, was verschieden ist mit uns und viele andere Leute, dass wir unsere Ausbildung auf der Börse gehabt haben, hè, als Floor Trader. Und da ist es auch, man soll immer schnell sein, man soll zorgen, dass man die Masse einen Schritt voraus ist. Das ist sehr wichtig. Ich zeige Ihnen das später mit die Grafiken. Aber wenn man natürlich zu schnell ist, dann ist das auch nicht in Ordnung. Und das ist das Schwierige, die Timing. Entschuldigung. Timing und Risiko, das ist beide sehr, sehr wichtig.
Ja, du hast auch ein System entworfen, wie ja, diese Sachen in sind. Eh? Und du hast auch eine Basis gemacht, keep it simple. Einfachheit ist die beste Strategie und das ist dein Motto ins Leben. Ja, das mache ich auch in meinem Privatleben. Es ist schon, alles ist schon schwierig genug, mach alles so einfach wie möglich. Und das mache ich auch mit meinem Trading. Auch mit das System haben wir das auch so gemacht. Erfolg ist kein Hokuspokus, sondern Fokus, Fokus. Und was natürlich auch sehr wichtig ist, dass sie konsequent handeln. Das vooral. Das, konsequent handeln ist sehr wichtig. Und das ist natürlich auch ziemlich schwierig, aber das kann man lernen. Man braucht Disziplin. So wie es gibt einige Bedingungen, wenn man erfolgreich sein will mit Daytrading. Man soll Selbstbeherrschung und Disziplin haben. Mental soll man stabiel, positiv sein und objektiv natürlich schauen. Man soll objektiv nach die Grafiken schauen. Nicht denken van, oh, vielleicht geht es hoch oder vielleicht geht es runter. Nein, auf der Chart steht, was der Richtung ist. Und mit positiv meine ich, dass das Glas halb voll ist und nicht halb leer. Seien Sie kritisch auf sich selbst, das ist auch sehr wichtig. Denn es ist natürlich ganz einfach, um zu sagen, ja, der Markt ist schwierig zu handeln oder es gibt eine andere Ursache. Aber meistens ist das Problem der Trader. Und deshalb sollen Sie immer kritisch sein auf sich selbst. Man soll natürlich auch immer versuchen zu lernen. Die finanziellen Märkte, die sind immer anders. Es ist fast keinen Tag das Gleiche. Und deshalb soll man auch immer versuchen, sich zu verbessern. Und was man vermeiden soll, das sind die Dollarzeichen in ihren Augen. Geldgier ist nicht gut. Man soll natürlich passioniert sein und man soll gut motiviert sein und man, ja, man möchte Gewinner sein. Aber wenn es nur um das Geld geht, dann wird das oft schwieriger. Man kann es das Beste sehen wie ein Game, ein Spiel. Und wenn man auf der DAX zum Beispiel handelt, dann muss man nicht sagen, okay, ich möchte so und so viel Geld verdienen. Nein, ich möchte so und so viele Punkte haben. Und ob ein Punkt 10 Euro ist oder 100 Euro, das ist eine andere Sache. Aber es geht darum, dass sie Punkte sammeln. Und was natürlich sehr wichtig ist, dass sie einen Kampfplan haben, einen Tradingplan. Wenn sie das nicht haben, dann wird es auch schwieriger. Sie sollen feste Regeln haben. Ja. Und wie viel von euch hat auch einen Kampfplan, einen Tradingplan? Das ist natürlich, sind auch Trader mit FX Flat. Und wie hat auch einen Plan, wenn man weiß, okay, dann und dann gehe ich kaufen und dann gehe ich wieder aussteigen oder verkaufen, natürlich mit Short gehen und dann schließen. Und das ist auch mit dem System, Alois hat es so entworfen, dass es ja, alles integriert ist mit Take Profit, Stop Loss und Lot Sizes. Also das ist auch sehr gut zu so sehen. Ne? Die macht der Compoundierung, Zins. Und angenommen, dass Sie beginnen, anfangen mit 1000 Euro und das Ziel pro Tag ist 0,5% und mit einer Positiongröße von 20.000 Euro Dollar, dann braucht man nur 3 Pips pro Tag. Und dann wachsen die 1000 Euro in ein Handelsjahr auf bis zu 2684. Und das ist zu zeigen, weil die Euro-Dollar, Forex ist natürlich ein sehr großer Markt. Und ja, Euro-Dollar, die bewegt manchmal 30, 40 Pips pro Tag. Also die 3 Pips pro Tag, das ist möglich, um das zu bekommen. Und das sind Tabellen von Ergebnissen von der DAX. Auch wie von euch handelt auch die DAX zum Beispiel in
Normalerweise, wir handeln auch auf Nasdaq, zum Beispiel Dow Jones. Aber ich habe gehört, auch bei FTX Flat, viele Trader handeln auch DAX. Und vielleicht sind da auch andere Märkte, dass sie handeln, können wir auch zeigen. Aber das sieht man hier auch, der DAX, das ist von dieses Jahr, pro Woche die Anzahl der Punkte in Kolumn D. Und der Profit-Faktor Kolumn H ist sehr wichtig. Je höher der Profit-Faktor ist, je besser. Und wenn es 1 ist, dann bedeutet das, dass man Break-Even macht. Und unter 1 ist nicht gut, dann macht man Verlust. Also der Trick ist, um so hoch möglich die Profit-Faktor zu machen. Und Alois, was ist dein Secret, dein Geheimnis für die Profit-Faktor so hoch möglich zu machen? Ja, das ist immer wieder, dass man gut mit den Risiken umgeht. Hè? Und man soll mit Daytrading immer die Punkte sammeln. Hè? Und man sagt auch wohl, von viele kleine Schlucken kann man auch ertrunken werden. Ja, aber das ist genauso mit Daytrading. Ich will nicht so lange sitzen bleiben. Ich habe zum Beispiel in der DAX ein Target von 10 Punkten. Nou, und wenn ich sehe, dass die 10 Punkte nicht, dass das nicht ganz einfach geht, dann bin ich auch zufrieden mit 3 oder 5 Punkten. Und wenn man das 10 Mal pro Tag oder 10 Mal in der Ochtend, in der Morgen macht, ja, dann hat man auch eine gute Gewinn. Und ich gehe auch Handelssession von 9 bis 10.30 Uhr. Also die DAX handelst du auch maximal 1,5 Stunden in den Morgen. Im Morgen handel ich hauptsächlich den DAX von 9 Uhr bis 10:30 ungefähr. Und mittags ist momentan der Nasdaq eigentlich etwas beliebter. Und das hat natürlich damit zu tun, dass in der Mittag in Wall Street die Kurse gemacht werden. Man kann natürlich auch mittags der DAX handeln, aber ich habe selber lieber der Nasdaq in der Mittag. Aber das hängt er auch von ab, was man gerne möchte. Ist das ein Tagesgrafik, ist das Alois? Ja. Hier sehen Sie die Orange, fangen wir an mit die grüne Unterline. Unten, das ist der Euro-Dollar. Der hat die ersten 3 Monate 360 Pips gemacht. Das ist alles von in de Morgen, von 9 bis 10:30. Und dann die blaue in der Mitte, das ist der Nasdaq. Die hat 1027 Punkte gemacht. Und Sie sehen, der DAX, der war diese 3 Monate, die ersten 3 Monate dieses Jahr eigentlich am besten zu traden. Das war fast 1400 Punkte. Und Sie sehen auch, es geht natürlich nicht immer gut. Es gibt auch mal ab und zu Verluste. Das sieht man in diese Grafik. Aber Sie sehen, so kann man ganz einfach sehen, und das mache ich für mich selber, was kann man am besten traden. Ja, und das sind die Daytrading-Ergebnisse im DAX, also 1,5 Stunden. Und angenommen, Sie haben mit 10 CFDs auf dem deutschen DAX-Index, wo ein CFD-Kontrakt für 1 Euro pro Punkt steht, also 10 CFDs stehen für 10 Euro pro Punkt. Und letztes Jahr hat Alois auch gezeigt, nicht in dieser Grafik, aber war auf volles Jahr 2514 Punkte mal 10 CFDs wäre 25.140 Euro Gewinn. Mit einer Hebelwirkung von 1 bis 20 Margin hat man mindestens Handelskapital erforderlich von ungefähr 7.500 Euro. Und mit ROI auf Basis von 15.000 Euro ist Handelskapital ist in 167% ist sehr gut natürlich, und man kann auch mit kleineren Lot Sizes handeln. Das ist auch sehr schön mit FX Flat, dass man auch
ja, mit 0.10 handeln kann. Also, für dass wir nach der Grafik gehen, das ist Jesse Livermore, mein Held, der war 100 Jahre her, hatte auch gesagt, dass erfolgreiche Traders, die gehen immer mit dem Trend mit, nicht dagegen. Und das ist sehr wichtig. Und das hat Alois auch gezeigt in das System. Und man kann auch kein Gewinner werden, ohne Risiko einzugehen. Also fragen Sie einfach Max Verstappen und F1 Weltmeister. Man muss natürlich ein Position machen oder anders kann man kein Gewinner machen. Also Alois, ich möchte gerne die Schirm übertragen. Für live bewegen. Also es sind da Fragen, Florian, und vielleicht auch Versuche Nummer für Märkte. Gerade sind noch keine Fragen reingekommen. Okay. Daher ja. Kann ich euch noch nichts vorlesen. Okay, also wenn man auch Märkte sehen möchte, dann können Sie das auch in den Chat zeigen. Ja. Ich sehe schöne Grafiken, Alois. Okay, dann ist das in Ordnung. Na, dann fangen wir jetzt an. Sie sehen hier das System, aber zuerst möchte ich eigentlich etwas erklären, mit was professionelle Daytrader eigentlich machen. Vielleicht sind Sie Anleger, und ein Anleger, der arbeitet meistens mit Linien, so wie hier zum Beispiel. Aber das macht ein professionelle Daytrader eigentlich nie. Die arbeiten nur mit horizontalen Linien. Und ich zeige Ihnen, warum. Hier zum Beispiel sehen Sie hier, das hier ist eine Liniengrafik von auf 15 Minuten. Na, der macht nichts. Machen wir eine neue. Hier, zum Beispiel hier sehen Sie etwas. Man kann das sehen als ein Kopf und Schulter, Head and Shoulder. Hier die linke Schulter und hier die rechte Schulter. Und dan sehen Sie, wenn das ausbricht hier, dann gibt es Momentum in der Markt. Aber das ist genauso, wenn es hoch geht. Hat man das auch? Zum Beispiel hier. Hier sehen Sie, gibt es Widerstand und wenn es dann durchgeht, dann sieht man, dann bekommt man Momentum in de Markt. Und das sind die Punkte, worauf man achten soll. Denn dort ist das Risiko oft viel weniger als zum Beispiel in einem Markt wie hier zum Beispiel. Hier kann man besser nicht viel machen. Und wenn ich hier zum Beispiel, hier kann man auch hier. Nehmen Sie dieses Punkt, und das ist nicht natürlich, weil ich jetzt die Grafik kenne, aber das hier, das kann man schon ziehen, wenn das hier zum Beispiel ist. Und zufälligerweise, wenn man das hier weitermacht, dann sehen Sie, dass es eigentlich hier, wenn es durchgegangen ist, war es wieder Widerstand, hier war es Widerstand, und dann ist es weitergegangen, und dann wieder weiter. Nou, so kann man verschiedene Widerstand und Unterstützung Levels einfach in der Chart sehen. Hier sehen Sie, gibt es noch einige. Hier zum Beispiel. Und das geht natürlich nicht auf die Punkte genau, denn der Markt interessiert das nicht, was wir machen. Der Markt geht seinen eigenen Weg. Aber hier sieht man das auch. Und zwar hier. Sieht, das ist ein Ausbruch. Ja, das gibt es natürlich auch manchmal. Und dann soll man sehen, wie man das macht. Hier haben wir genau das Gleiche. Kommt es wieder zurück. Und dann sehen Sie hier in dieses Bereich hier, gibt es eigentlich Widerstand. Und dann geht es ganz weiter nach unten. Und so kann man vorher ungefähr wissen, auf welche Levels man achten soll. Ja, das war heute Nachmittag hier.
Sie sehen auch das war schlecht. Aber das ist natürlich ein Vorteil von Daytrading, dass man kann Geld verdienen in ein steigender Markt, aber man kann auch oft schneller Geld verdienen in ein Markt, die runtergeht. Das ist sehr wichtig, dass Sie das gut enthalten und dass man immer aufmerksam ist auf die Levels. Nou, daar heb ik hier, zien Sie, dat is een minuut, dit is de Nasdaq, wat ik hier heb. Hier rechts oben, dat is een 5 minuten grafiek en rechts onder een 15 minuten. In die 15 minuten hebben we hier die levels eingeprogrammeerd, dat komt automatisch rein. Ja, dat zijn hier die pivot points, dat is die daily open hier. Yesterday high, yesterday low. Und S1, das ist Support 1 und da gibt es noch Support 2 und 3 nach unten und nach oben gibt es Resistance 1, 2 und 3. Ja, das sind Levels, wenn man da ist, dann weiß man, dann soll man vorsichtig sein. Man sieht es hier jetzt auch mit dem Nasdaq, ja, der findet in diesem Moment Unterstützung hier bei S1. Und dann geht man nach die 5 Minuten und die 1 Minute, ja, um zu schauen, was man machen soll, ja, oder ob man vielleicht warten soll. Dann es ist natürlich kein Wettbewerb, um so viel wie möglich zu traden. Man soll versuchen, den richtigen Trades zu machen. Hier auf der 5 Minuten ist das gleiche System wie in der 1 Minute. Das Problem ist eigentlich, dass man, was wir wissen, ist, es gibt immer. Wie sagt man das in der Tag? Gibt es einen Top und es gibt auch einen Boden. Aber das Problem ist natürlich, dass wir nie wissen, wann zum Beispiel wie hier, wenn der Boden da ist, das weiß man nicht. Und deshalb soll man auch immer versuchen, so schnell wie möglich, wenn es sich zeigt, dass der Markt ausbricht oder sich ändert, dass man mitgeht. Denn desto länger man wartet, desto mehr Risiken hat man. Sie verstehen, dass wenn man hier einsteigt, hat man weniger Risiken, dan wenn man hier short geht oder verkauft. Dann wird es immer schwieriger. Denn das ist das System eigentlich, was ich immer versuche, wenn der Markt sich dreht, um dann so schnell wie möglich reinzugehen. Nou, es war natürlich heute war es nicht eine interessante Tag eigentlich, um zu traden. Weil es heute Nachmittag eine Pressekonferenz der ECB aus Frankfurt gab. Und morgen sind natürlich die Börse geschlossen und Montag auch. Denn es gibt also einige Tage, dass alles geschlossen ist. Denn jetzt nimmt man relativ wenig Risiko. No. Fangen wir hier mal an. Das ist hier Wall Street, das ist die Öffnung von Wall Street. Das ist auch der Nasdaq hier auf eine Minute. Und dann sehen wir hier, also Sie sehen hier die gelbe Linie, das ist der Öffnungspreis hier um 3:30. Hier sehen Sie das erste Signal. Diese Moving Average, das ist ein selber gemachter Moving Average. Die nennen wir Proprietary Moving Average. Die können Sie nicht verwenden als Widerstand hier oder wenn es hoch geht als Unterstützung. Es geht hier nur darum, dass es anzeigt, was das Momentum in der Markt ist. Das ist für mich sehr wichtig. Ich bin immer auf der Suche nach Momentum in der Markt. Und wenn das Momentum hoch geht und ich weiß das, dann wird es schon etwas einfacher. Genauso, wenn ich weiß, wenn das Momentum nach unten geht. Nou, hier haben wir so einen Moment, nach 3:30. Man soll immer die ersten Minuten soll man immer vorsichtig sein. Genau in de Morgen, in de Ochtend, wenn man morgens um 9 handelt, dann warte ich auch meistens 2-3 Minuten. Denn man soll zuerst abwarten, was der Markt machen will. Und hier haben wir dann ein Signal. Und dann sehen Sie hier unten, sehen Sie einen Indikator. Das ist eigentlich ein geänderter MACD, MACD, wie man auch sagt. Die haben wir geändert. Die Einstellung ist anders gemacht. Und wir haben es einfacher zu lesen gemacht. Denn wenn zum Beispiel hier die roten Punkte kommen,
Want die komen, wenn diese zwei Linien einander kreuzen, dann heißt das, dass das Momentum nach oben abnimmt. Denn zufälligerweise hier nicht, aber es kann sein, dass man ab und zu auch noch ein Longsignal bekommt mit diesen roten Punkten. Dann soll man den nicht machen. Genauso hier das Umgekehrte. Wenn es hier unter der Nulllinie kommt, dann wird das rot und das zeigt, dass man short handeln soll. Na, hier kreuzen die zwei Linien einander und dann bekommen wir unten grüne Punkte. Und das zeigt, dass das Momentum nach unten abnimmt. Ja, und dann soll man auch keine Short Trades machen. Nou, das zeige ich Ihnen so gleich. Na, hier der erste, der wird nicht bestätigt hier. Denn Sie sehen, hier gibt es einen roten Punkt. Und es ist noch immer über der Nulllinie. Und ich habe hier ein Short Signal, also um zu verkaufen. Die mache ich dann nicht. Ja, jetzt können Sie sagen, ja, aber das hätte eine gute Trade gewesen. Ja, aber das wissen wir jetzt. Ja, aber wenn man hier ist, dann weiß man nicht, was kommt. Und wenn Sie das System kennen, ja, dann wissen Sie, dass Sie in 80, 75, 80, 90% der Fälle, ja, dass es stimmt, ja, dass man besser warten kann. Ja, und das ist natürlich auch das Vorteil von Daytrading. Ja, es kommt, jeden Moment kann es wieder eine neue Möglichkeit geben, um zu traden. Hier haben wir das zweite Signal. Und dann sehen Sie, es wird unten hier bestätigt. Ja, und dann mache ich hier zum Beispiel in der Nasdaq, dann schaue ich nach der Close. Das ist 14.133 und dann ziehe ich drei Punkte ab. Also das wird auf 130, kommt der Order zu liegen. Ich soll Ihnen das später zeigen, wie das funktioniert mit die Order, mit das Order Management. Und dann gehen wir hier in den nächsten, wenn diese Kerze anfängt, werden wir hier getriggert. Und hier sind wir unten schon auf fast 14 Punkte. Mein Ziel ist 10 Punkte. Also hier habe ich 10 Punkte gepackt. Hier geht es wieder aufs Neue. Ja, diese, wieder ein Signal. Ein orange Pfeil. Der PMA ist orange. Und unten wird es noch bestätigt. Ja, dann schaue ich hier wieder nach der Close. Und das ist 125, das wird 122. Dann schaue ich rechts, das ist hier 122. Und hier geht es weiter runter. Nou, Sie sehen hier, das waren 20 Punkte. Und hier habe ich wieder 10 Punkte genommen. Ja, und nehmen Sie von mich an, das ist Erfahrung, nehmen Sie immer die 10 Punkte. Versuche nicht von die 10, 20 oder 30 Punkte zu machen. Natürlich, ab und zu ist das möglich. Und ich habe auch ab und zu, dass ich 10 Punkte habe und dann kommen noch 20 Punkte nachher. Aber das macht mir nichts aus. Ich weiß, wenn ich die 10 Punkte habe, dann bin ich zufrieden. Hier gibt es das nächste Signal. Und dann sehen Sie hier unten, dass die gibt es grüne Punkte. Na, dann wird dieser Trade wird nicht bestätigt. Die machen wir nicht. Gehen wir weiter, warten wir auf das nächste Signal. Hier auch, genauso. Hier auch einen grünen Punkt, machen wir auch nicht. Na, dann machen wir hier diese. Das ist 49 minus 3, das wird 46. Das ist. Ja, hier. Und hier unten sind auch wieder 17 Punkte. Also hier haben wir auch wieder 10 Punkte gehabt. Nou, Sie sehen, das ist am besten, um so zu handeln. Natürlich, es ist viel schöner, als man hier reingeht und hier man deinen Gewinn nehmen kann. Aber man weiß nie zuvor, was der Markt macht. Das ist immer das Problem. Und deshalb soll man immer seine Gewinn nehmen. Nou, hier, deze is 47, also dat wordt 44. Hier ongeveer, ja. Deze wordt niet getriggerd. Ik lasse een order niet langer als 5 minuten liegen. Wanneer na 5 minuten niet getriggerd is, dan cancel ik die trade. Dat is 1, 2, 3, 4. Also hier wordt er getriggerd. Dan is er 4 punten. In de plus. En ik heb een stop-loss van 7 punten.
der legt die Ohren. Und wenn ich auf 4 Punkte in der Gewinn bin, das mache ich auch bei der DAX, dann ziehe ich meine Stop-Loss nach Break-Even. Und dann sehen Sie, so wie hier, dann wird man ausgestoppt auf Break-Even. Und das Vorteil ist, dann hat man in der Markt, waar man hat die Möglichkeit gehabt, Geld zu verdienen, aber es hat nichts gekostet. Und das ist natürlich ganz gut, wenn man so wenig Risiko nehmen kann. Das ist, was ich schon eher gesagt habe. Es ist ganz einfach, viel Risiko einzugehen, aber es ist viel schwieriger, zu versuchen, die Risiken so klein wie möglich zu halten. Nou, Sie sehen hier jetzt, hier gibt es allemaal grüne Punkte. Und das heißt, dass das Momentum nach unten abnimmt. Und dann kann man besser keine Short Trades machen. Nou, jetzt zeige ich Ihnen, wie das funktioniert mit das Order Management. Hier rechts unten sehen Sie die Knöpfe. BM, das heißt Buy Market, und SM ist Sell Market. Das heißt, dass Sie traden auf dem heutigen Preis hier in der Markt, was Sie hier bewegen sehen. BS und SS, das ist Buy Stop und Sell Stop. Und das heißt, ich arbeite hauptsächlich mit diesen zwei Knöpfen. Und das heißt, ich zeige Ihnen hier, wo Sie das einstellen. Hier können Sie das ändern, zum Beispiel. Hier Take Profit, das steht 15, aber 150, aber das sind 15 Punkte. Und ja, das soll eigentlich 100 sein. So. Die Stop-Loss hier, die habe ich im Moment auf 70 stehen. Und der Stop-Room, das sind hier 10 Punkte. Das ist, wo der Order zu liegen, ich zeige das so gleich, wo der Order liegt von der Preis ab. Also der kommt mit einem BS, kommt der einige Punkte über der Preis zu liegen, und mit der Sell-Stop kommt er einige Punkte unter der heutigen Markt zu liegen. So. Hier sehen Sie, hier können Sie einstellen die Lot Size, wie groß Sie traden möchten. Das hängt er natürlich von ab, wie viel Erfahrung Sie haben, wie viel Geld Sie auf der Rechnung haben. Mit Percentage können Sie etwas machen, und das arbeitet eigentlich nur in der Forex-Markt. Wenn Sie zum Beispiel hier 0,5 einführen, dann heißt das, dass das System berechnet Ihre Position, damit Sie nicht mehr als ein halbes Prozent verlieren von Ihr Konto, wenn Sie ausgestoppt werden auf 7 Punkte oder 7 Pips. Also das kann man hier selber wählen, wie viel man da machen will. Und das heißt, dass wenn Ihr Konto größer wird, dann wird auch Ihre Position immer größer. Wenn Ihr Konto kleiner wird, wird Ihre Position kleiner. Und das ist eigentlich das optimale Money Management. Nou, ich klicke jetzt hier auf BS. Sie sehen hier die grüne Linie. Ich soll es mal etwas weiter schieben. Man kann es ganz einfach verschieben. Wenn der Markt die grüne Linie erreicht, dann haben wir einen Trade. Jetzt haben wir noch keinen Trade. Hier liegt mein Target Profit. Das können Sie hier link an der linken Seite sehen. Und hier liegt mein Stop Loss. Und das ist das Schöne von diesem System. Dass wenn Sie mit das MetaTrader 4 System arbeiten wollen, dann müssen Sie immer alles aufs Neue einführen hier. Und das bei jeder Trade. Und das ist natürlich für Daytrading, ja, das dauert zu lange, dann ist man immer zu spät. Man kann jetzt die Order, die kann man verschieben. Ich mache das selber nochmal. Und wenn ich dann denke, okay, jetzt weiß ich, wo ich die Order haben möchte, dann gehe ich wieder zurück und dann lege ich das hier hin. Man kann auch de Stop-Loss ändern, wenn Sie das wollen. Und Sie können ganz einfach Ihr Target Profit ändern. Ich empfehle nicht mit der Stop-Loss zu spielen, denn das ist meistens, geht das dann nicht in der richtigen Seite auf. Aber
was ich manchmal wohl machen, wenn ich zum Beispiel sehe, wenn der Markt auf einmal mehr Momentum bekommt, ja, dann kann man natürlich hier mit seinem Target Profit etwas verschieben. Aber wenn man dann sieht, dass es zum Beispiel hier auf diesem Level nicht weitergeht und es wird schwieriger, dann sage ich immer Stopp, ja, und dann ist meine Position geschlossen. Dann hat man den Gewinn genommen. Hier mit der Stopp können Sie also einen Order cancelen und wenn Sie eine Position haben, können Sie damit den Order schließen. Mit diesen zwei Knöpfen, SL grün und SL rot, können Sie den Stopp los ändern. Das können Sie manuell machen, aber Sie können das auch mit diesen Knöpfen. Ja, zum Beispiel, wenn ich hier zum Beispiel, jetzt kaufe ich, in, ich habe einen Market gekauft, hier sehen Sie die grüne Linie, hier oben sehen Sie, was mein Gewinn oder Verlust ist in Punkten. Ja, und man fängt immer an mit ein kleines Verlust, das ist der Spread der Broker. Ja, also wenn das hier grün ist, dann ist das auch in Geld ein Plus. Nou, jetzt, oké, ik möchte niet meer in die Position haben, sage ich Stopp. Und so ist es ganz einfach, mit diesem System in de Markt zu arbeiten. Man braucht das nur einmal einzustellen und dann können Sie ganz einfach weiterarbeiten. Das genau ist das mit der, zum Beispiel der Euro-Dollar, ist es hier eigentlich dasselbe. Das ist das Vorteil von diesem System. Das System, das schaut nicht nach das Produkt, aber nur nach der Volatilität der Markt. Denn Sie können das System verwenden für jedes Produkt eigentlich, aber es soll nur Volatilität geben. Das ist sehr wichtig. Man kann es auch für Öl verwenden, für Gold kann man es verwenden. Auch so wie hier mit der Forex-Markt. Die kann man auf eine Minute handeln. Ich selber handele der Forex oft auf 5 Minuten. Das mache ich dann so. Das kann ich Ihnen hier zeigen. Even kijken. Das ist diese. Hier oben sehen Sie 5 Minuten Grafiken von der Euro-Dollar, Pound-Dollar, Dollar-Yen und Dollar-Schweizerische Frank. Und unten habe ich die 1 Minute stehen. Aber ich verwende von der 1 Minute nicht die Grafik, aber nur den Indikator. Und das mache ich zusammen. Zum Beispiel hier sehen Sie in der Pound-Dollar haben wir soeben ein Long-Signal gehabt. Und Sie sehen, dass hier in der Zeit der Indikator nach unten ging. Das heißt, dass ich warte mit meinem Order. Ich warte, bis das hier wieder grün wird. Ich möchte immer eine Bestätigung haben. So kombiniere ich die 5 Minuten mit die 1 Minute. Haben wir noch, ja, das ist ein schönes Vorbild hier, wenn es nicht den gleichen Seite ist. Ja, hier sehen Sie es auch. Wenn man zum Beispiel denkt, okay, ich möchte mal den Euro-Dollar kaufen, dann der geht vielleicht noch höher. Dann sagt das hier, nein, man kann besser warten, bis das sich hier auf die 1 Minute ändert. Und wenn es hier hoch geht, dann hat man mehr Chance, um einen guten Trade zu machen. Weil das hier natürlich das Momentum von diesem Moment ist. Vielleicht sind Sie auch interessiert in Cryptos. Ja, das ist Jan Robert seine Spezialität. Cryptos ist immer gut, Alois. Bitcoin? Ja, das ist Bitcoin, Jan Robert. Ja. Ja, was ja auch sehr schön ist mit dem System, auch unten sieht man die MACD. Und wenn das rot ist, dann focust man sich nur auf den Shorts. Und dann hat man ja, vom U bis Wall Street Open
ja, niedrige Marktkaart. MCD is rood. En ook jetzt, daar zijn geen kaufmomenten. Also, ik kijk immer met deze blik naar de markt. Wanneer de MCD rood is, dan ga ik op zoek naar nieuwe short signalen. En wanneer het groen is, dan ga ik naar, ja, naar kaufsignalen kijken. Suchen. Ja, ja, es gibt verschiedene Kunden, die auch Daytrading machen mit der Bitcoin. Mhm. Ich persönlich finde in der Bitcoin die eine Stunde Grafik hier rechts oben, finde ich sehr gut. Ja, zum Beispiel, Sie sehen das hier war es unter der Nulllinie gegangen und dann sehen Sie, das war hier am Anfang dieser Bewegung. Na, Sie sehen, das ist der ganzen Zeit ist es hier rot geblieben. Want dan had het hier zich geënderd naar groen, bij deze kerzen hier. Want ze zien dan is het hoog gegaan. Maar hier zien ze, hebben we weer die punten. Want op dat moment kan men dat nog niet in de grafiek zien. Dat dat momentum afneemt. Dat ziet man niet hier. Maar dat hier had het schon gezeigt. Sei voorzichtig, want dat afwärts momentum neemt af. Nou, en ze zien wat jetzt passiert is in die laatste Stunde. En zo kunnen ze natuurlijk dat ook einrichten, wie ze dat zelf möchten. Wenn sie, wir adviseren daarin, wenn ze vragen hebben, dat is geen probleem. Denn es gibt immer Kunden, die sagen: Ik möchte das und das, wie mache ich das? Ja, dan komen ze onze Hilfe. Entweder von ja Robert oder mich. Und, ja. Das machen wir via Telegram, machen wir das ab und zu und via Internet. Gibt es vielleicht Fragen von Teilnehmer? Ja, mal sehen. Und noch keine Fragen. Und wir werden viele Fragen noch beantworten natürlich. Wir haben die Zeit dafür. Oder andere Märkte vielleicht auch. Hier sehen Sie, was ich am Anfang erzählt habe mit die horizontale Linie. Die habe ich hier schon eher gemacht. Und dann sehen Sie auch hier, dass hier diese und diese hier eigentlich, das ist eine ganze lange Zeit zwischen diese zwei Levels hin und her geht. Und dann weiß man, wenn es ausbricht, okay, ja, dann soll man versuchen mitzugehen. Ja, leider ist es im Moment natürlich ganz ruhig in der Markt. Kann man den DAX mal hier versuchen. Na, der geht trotzdem etwas runter. Ja, auch DAX sieht man MCD unten rot, nur Verkaufmomentum gehabt. Hè? Ja, ja, ja. Ja, das ist auch ein Tipp für Sie. Wenn Sie zum Beispiel wie hier nach der Öffnung von Wall Street, dann geht der DAX, war genau wie der Nasdaq auch hochgegangen und dann wieder runter. Und dann gibt es hier einen Boden und dann gibt es hier einen Topf. Und dann gibt es hier wieder einen Boden. Nou, wenn man das hat, dann weiß man, dass man vorsichtig sein soll, denn das heißt, dass der Markt keine Richtung eigentlich wählen will. Und dann macht man hier, das ist ganz einfach, dann fängt man hier an, über diese, da macht man eine und hier macht man eine. Und dann sieht man, wenn der Markt weitergeht, hier ist dann ausgebrochen, dann kann man während der Markt läuft, kann man immer das verlängern hier. Und Sie sehen, es war natürlich nicht ganz genau, aber Sie sehen hier, das sind alle falsche Ausbrüche. Und dafür können Sie am besten nicht handeln, wenn es das gibt. Denn das ist meistens das Gebiet, wo das meiste Geld verloren wird. Und wenn es dann ausbricht hier, so wie hier, dann sehen Sie hier,
Ich weiß nicht, ob der gut war, aber ja, na, hier sehen Sie, ist ausgebrochen, zurückgekommen, war es, wurde es Widerstand, wieder nach unten, wieder hoch, wieder Widerstand und dann ist es ganz runter gegangen. Ja, und wenn man das dazu nimmt, ja, dann versteht man besser, was der Markt will. Ja, und das macht man dann in Zusammenhang mit das System und die Indikator hier. Ja, Sie sehen auch hier, die Indikator war hier ins Rot gegangen und da, hier hat es schon angefangen. Ja, aber die Bestätigung, die haben wir eigentlich hier erst gehabt. Ja, jetzt sehen Sie hier, dass das Momentum wieder nach unten abnimmt. Sie sehen, trotzdem geht der Markt etwas weiter nach unten. Ja, das ist natürlich immer möglich, aber das Momentum wird weniger. Denn ab diesem Moment ungefähr wird es gefährlicher und hat man mehr Risiken. Na, dann kann man das besser nicht machen. Hier, dit war ook een zeer schön. Hier zien ze deze. Ja, die waren in Ordnung. Maar deze ook. Ja, und hier, und man weiß natuurlijk niet, dass das weiter ausbricht hier. Maar man hat hier ein Signal. Es wird hier unten wird es bestätigt. Ja, und dann geht es hier weiter. Ja, das waren ungefähr 23, 24 Punkte. Ja, da hat man auch schon wieder 10 Punkte Gewinn haben können. Ja, das ist sehr viel. Und jetzt sehen Sie an dem Markt, dass der hier gibt es noch immer Boden, die weiter nach unten sind. Und jetzt sehen Sie, dass dieser Boden fast gleich ist mit diesem. Ja, und das haben wir eigentlich vorher schon erwartet, weil das hier unten anzeigt, dass das Momentum abnimmt. Ja, das heißt nicht, dass Sie jetzt long handeln oder kaufen sollen. Ja, das ist natürlich sehr gefährlich, denn man weiß nie, was der Markt noch machen will heute Abend. Aber es kann sein, dass es hier das Ende dieser Bewegung ist. Das kann natürlich sein. Aber das wissen wir später. Ja, und das ist, was ich am Anfang auch gesagt habe. Sei konsequent. Machen Sie keine Long Trades hier, während der Zeit, dass hier orange Pfeile gibt. Das sollen Sie nur machen, wenn es blaue Pfeile gibt. Ja, zum Beispiel wie hier, das war nach 2 Uhr heute Nachmittag. Ja, hier haben Sie, hier werden die bestätigt, unten im Indikator. Wir sehen hier diese nicht, aber dann der nächste wieder. Wurde wieder bestätigt. Und wenn, ob man der DAX handelt, Nasdaq oder Gold oder Öl, Brent Öl, das ist im Grunde genommen ist es immer, ist alles ist ungefähr das Gleiche. Ja, man soll das auf das gleiche Weise behandeln. Okay, jetzt ist kurz die Frage reingekommen. Wo man den Indikator denn findet. Ich glaube, das könnt ihr einmal kurz ausführen, wie man an den Indikator überhaupt kommt. Ist ja, ja euer. Ja, ja der Indikator, die haben wir selber gemacht. Also die finden Sie nicht auf das Internet. Denn die gehört zu das System. Es ist eine Kombination mit das System. Denn es passiert natürlich viel mehr, als Sie sehen. Aber was man nicht braucht, haben wir aus der Grafik geholt. Und deshalb sehen Sie eigentlich nur die Pfeile, diese PMA, diese Linie. Und das unten dafür ist dafür, dass man noch einige Verluste Trades ausfiltern kann. Und das gehört alles zusammen. Sein komplettes Paket ist das. Ja, es ist ein komplettes System. Die Software, die wird installiert in MetaTrader 4. Mit die Knöpfe für das Order Management, die Indikator
und das hier, was Sie hier sehen. Ja, und Sie können das hier zum Beispiel, können Sie auch noch einiges ändern. Ja, Sie können auch beeinflussen, ob man mehrere Pfeile haben möchte oder weniger, schneller oder langsamer. Das kann man hier auch noch beeinflussen. Ja, denn wir haben ein Manual von das System, darin wird alles beschrieben, wie Sie das machen. Und Sie können das natürlich auch immer an uns fragen, das ist kein Problem. Aber es gibt noch verschiedene Möglichkeiten, um das System anzupassen an Ihre eigenen Wünsche. Okay, jetzt ist noch die Frage reingekommen, ob es das auch für MetaTrader 5 gibt. Also die Frage kam gleich zweimal hintereinander. Nein, nein, es gibt nur die Software für MetaTrader 4 und 5 sind verschieden. Und deshalb gibt es im Moment nur für MetaTrader 4. Aber das ist ja, es stellt ja auch eigentlich kein Problem da von unserer Seite aus. Also wenn Sie jetzt sagen, okay, Sie wollen das System nutzen oder so, dann können wir Ihnen, also dann kann FXLet Ihnen natürlich, wenn Sie es möchten, auch ein MetaTrader 4 Konto erstellen, jederzeit. Wenn Sie aktuell 5 haben, aber sagen, okay, wir wollen das nutzen, müssen Sie uns nur Bescheid geben, dann erstellen wir Ihnen MT4 und dann können Sie das auch nutzen. Und das ist ja kein Problem. Mhm. Ja, und jetzt kommt die nächste Frage natürlich, wie immer, ne, zu den Kosten. Was das System kostet. Ja, da kommen wir. Vielleicht ist es gut, um das zu zeigen, auch mit einigen Slides. Und Sie können auch das nachher noch Fragen stellen, dann kann Alois das auch noch beantworten. Und wen von Ihnen findet das auf sich ein interessantes System? Weil das Paket ist inklusive die Indikatoren, auch die Handelsknöpfe, das sind sehr handige Tools. Weil wenn man Order einführt mit MetaTrader 4, vielleicht kann alles das zeigen, das neue Order. Wenn man nur MT4 hat und man geht handeln mit New Order, dann muss man immer die Take Profit Stop Loss einführen und auch die Lot Sizes und dann ist der Zeit vorbei. Und das ist sehr schön, denke ich, die Handelsknöpfchen. Das war deine Frustration auch in der Vergangenheit, Alois? Ja, das war das Erste, was wir programmiert haben. Weil das MetaTrader 4 ist ein sehr gutes System. Es gibt, glaube ich, ungefähr 7 Millionen Kopies in der Welt. Aber für Daytrading war das nicht so ganz geeignet. Und deshalb haben wir das selber hier programmiert. Und das vinden ook zeer veel Leute, die vinden dat zeer goed, weil es ganz einfach zu arbeiten. Zum Beispiel hier, mit einem Klick hat man 3 Orders in de Markt: een Stop-Loss, een Entry und een Target-Profit. Und wenn man es nicht haben möchte, cancelen möchte, klickt man auf Stop. Ja. Sehr gut. Und das System, das ist komplett Paket, inklusiv das System sind die PMA, die Indikatoren oben und unten, auch die Knöpfchen und auch Unterstützung dabei. Und ich möchte gerne den Schirm übernehmen und das ist hier, das ist auch für Swing Trading geeignet. Man kann die Timeframes selbst ändern. Aber ich habe meine Erfahrung ist, ich sitze lieber so kurz möglich in den Markt. Und aber ist auch möglich, um das für langschrittige Trades zu machen. Wie Alois das auch gezeigt hat. Ja. Ja, hier ist es auf 15 Minuten das System. Ja, oder eine Stunde kann man das auch machen. Ja. Und dann kann man das für Swing Trading verwenden. Ja, Sie sehen hier auch. Wird es auch bestätigt? Ich bin berufstätig und eher Feierabendtrader. Das ist sehr gut. Sehr gut, danke. Danke für die Zufügung. Also, ich möchte den Schirm, Sharing, Show Screen. Okay. Kann ich das auch machen? Denke ich nicht, ne?
Warte, ich gebe dir Change. kurz die Recht. Gib dir, Ah ja, doch. ja. Danke, Ach, ja, das gib. kann ich selber machen. Dankeschön. Okay. Ja, ich habe hier den Schirm wieder. Also, die Vorteile von dem System mit der MTW, das ist, man braucht nur einige Stunden pro Tag. Ja, das ist sehr gut, Herr Robert. Man braucht nicht den ganzen Tag zu handeln. Das ist nur einige Stunden pro Tag ist möglich. Und es ist auch ein Handelssystem auf jedem Markt. Es ist nicht auf einem Markt zuzupassen, auf mehrere Märkte. Und natürlich muss der Markt volatil sein, weil keine bewegenden Kursen, ja, dann hat man nicht an. Und es ist komplementär an Long-Only-Strategien, so Anleger. Vielleicht sind hier auch einige Anleger mit Aktionen für langfristig. Und wenn es niedrig geht, wie auch passiert war, Jahr in 2020 war das. Und auch dieses Jahr noch mit Ukraine-Krieg. Und dann ist es schön und gut, ein System zu haben, die auch extra ja, Möglichkeiten hat nach unten und auch in Seitwärtsbewegungen in Märkten, also Trading Ranges. Ja, das ist auch etwas, wenn wir handeln, wir gehen nie, wir gehen nie overnight, wir gehen immer die Positionen schließen für eine bessere Schlafruhe. Und es gibt auch, ja, wir haben kein WhatsApp-Forum, aber Telegram heutzutage. Wir haben ein Telegram-Channel, Kanal und eine Gruppe. Eine Gruppe ist für Traders, die arbeiten mit MTW. Und der Channel ist für jeden zu sehen. Also das ist kein Problem. Und es gibt auch exklusive Zugang zur Membership-Site. Die haben wir auch gemacht. Und da bekommen Sie auch natürlich, da bekommen Sie auch der Schirm ist hier. Jetzt ist Show Screen. Ja. Ja, das ist hier. Also man bekommt auch sehr gute Unterstützung mit Membership Site. Das ist hier zum Beispiel Membership Site mit Alex und mich. Und wir haben Tutorials dabei, wir haben Sessions, wir haben einmal pro Monat haben wir AMA, eine Fragestunde auf Holländisch und haben wir auch in auf Deutsch in jenige, ja, in einige Wochen geben wir wieder eine ja, Session und man bekommt hier, das ist ein Screenshot von der Trader Channel auf Telegram. Da posten wir immer ja, die Trades oder unsere Einsichten und man bekommt auch mit dem System 50 Trading Rules zum Beispiel und auch die Patronen bekommen Sie natürlich und das komplette Paket kann man sehen hier mit dem QR-Code kann man einladen, kann man scannen und ja, man bekommt das hier. Ja, das ist, man bekommt ein komplettes Paket mit Session, um zu helfen, zu installieren. Muss MT4 sein, am MT4. Auch dann nachher bekommt man natürlich Unterstützung und wir haben einmal pro Monat eine Q&A-Session auf Holländisch und auch Deutsch, wenn da viele deutsche Leute sind. Und sie bekommen auch Telegram-Gruppen Zugang und auch natürlich Handbuch und wir helfen auch mit einem Broker. Und die Updates, die kommen, das ist auch nicht extra. Also sie bekommen das System und auch mit einer neuen Version von diesem System braucht man keine Zubezahlung. Die Investition beträgt 877 und von 25 Cent
Also, das ist inklusive Mehrwertsteuer. Und dann bekommen Sie ein vollständig installiertes, schlüsselfertiges Handelssystem, einmalige Investition und keine zusätzlichen Kosten für Updates und keine versteckten Kosten. Das Training ist schon ja, schwierig und wir möchten, ja, wir machen das Training für Sie einfacher. Also wenn Sie auch Interesse hat, können Sie auch ja, mit dem Link, die ich habe geteilt, können Sie das auffüllen. Und ja, natürlich auch etwas für FX Flat. Sie sind schon Kunden und ich hoffe, dass Sie auch sehr zufrieden sind wie wir. Wir arbeiten seit ja, letztes Jahr mit FX Flat mit sehr guter Zufriedenheit, auch für unsere holländische Kunden. Und das ist sehr schön. Und also ich weiß nicht, ob es noch Fragen gibt für dich. Für dich. Und hier haben wir die unsere Kontaktergebnisse. Möchte ich auch noch einen Kontakt suchen, dann ist es auch möglich. Und dann gehe ich das auch ins Chat einzufügen. Und das ist info@tradingformoney.com. Das ist meine das ist mein E-Mail und von Alois ist info@moneytowork.com. Vielleicht ja. Sind noch andere Fragen. Ja, gibt es eine Demo-Version von System? Nein, es gibt kein Demo. Was wir machen, Peter, wir können eine Verabredung machen und mit Anydesk gehen wir das System zeigen. Vielleicht sind noch andere persönliche Fragen, können wir sie auch beantworten. Das stimmt, Aloise. Es gibt keine ja. Demo-Version. Ja. Und das kann mit mir oder mit Alois auch, das ist uns egal. Ja, und wenn Sie Fragen haben, schicken Sie uns eine E-Mail. Sie bekommen bestimmt Antwort. Es ist kein Problem. Oder nach FX Flat. Ja. Kann auch. Schwierige Fragen bitte nach Alois und die ein bisschen einfacher für mich. Das ist gut. Die Grafiken sind wir ins Bild, Alois. Ja, ich sehe. Und, gibt es eine Frage von jemand, der etwas sehen möchte? Oder dass sie etwas. Ja, vielleicht ein Markt oder etwas anders. Eine Markt. Ihr habt noch jetzt die Chance. Nach dem Nasdaq. Kann auch. Na, ist auch nicht so viel, vielleicht Euro-Dollar. Ja, vielleicht Gold ist vielleicht auch interessant, oder nicht? Ja, dan ga je hier Gold. Ja, daar hebben we ook die timeframes geändert. Was hier normalerweise ja. 1 minuut is, is het hier 15 minuten. Want dat had natuurlijk te doen met de aard wie dat beweegt. Als je zijn rechts open, heb ik hier een stunde grafiek. En rechts onder een 4 stunden grafiek. Nou, ze zijn hier ook. Ja, Lorenzo vraagt, wat zijn die gelbe pijlen? FPR, wat zijn die? Ik heb geen gelbe gezien. Die oranje pijlen. Is dat oranje? Dat zijn verkoopsignalen. Ja, das ist die gelbe. Ja, also blau ist für kaufen, de Kaufsignale, und die orangen ist für sell or short. Das ja. ist genau mit der PMA. Blau, das heißt, dass das Momentum steigend ist, und okay. Orange heißt, dass das Momentum nach unten geht. Ja. Oliver sagt, vielen Dank für das Webinar, war sehr interessant, Dankeschön. Und Sie auch, schöne Ostern natürlich. Robert auch, vielen Dank. Lorenz, auch Dank für die ja, Interaktion natürlich. Und nächsten Monat gibt es wieder ein Webinar auf Deutsch. Ja, okay, Dankeschön für die Aufmerksamkeit natürlich. Bedankt, sagt Lorenzo. Sehr gut, sehr gut. Dankeschön.
Okay. Und natürlich Dankeschön für Ihre Zeit, für das Beobachten und die Fragen und mitzumachen. Alles sehr gewertet. Und auch Florian natürlich, danke für die Moderation und als Vorsitzender aktiv zu sein. Und Alois natürlich auch sehr herzlichen Dank für die Demonstration. Sehr interessant. Und wir hoffen auch, dass Sie ein bisschen mehr Einsichten bekommen haben mit dem System und auch in dem Markt, ob das Sie auch ja, mehr sehr erfolgreich sind in der Zukunft. Ja, gut. Also ich kann dem nicht viel hinzufügen. Ich danke euch beiden auf jeden Fall fürs Webinar, für die Ausführung. Natürlich an die Teilnehmer auch Dankeschön. vielen Dank, dass sie so aktiv diesmal tatsächlich mitgemacht haben. Super klasse. Dankeschön, schönen Ostern. Naja, von daher würde ich sagen, belassen wir es dabei. Bleiben Sie gesund, ihr beide natürlich auch und wie immer auf die Positionen aufpassen. Von daher, ciao, ciao. Bis nächsten Monat, Jungs. Wir sehen uns. Bis nächsten Monat. Ach, Luis. Happy Ciao. Easter. Sehr schön. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Tschüss. Auf Wiedersehen. Ciao. Guten Abend.